Kopfweg pur. Achterbahnfahrt. Trippy, trippy. Und irgendwann war ich einfach nur noch ein Häufchen Elend, das ab und zu mal den richtigen Pegel hatte, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Entweder ich bringe mich um oder ich komme jetzt raus aus der Scheiße. Das ist Heavy Metal, Mann. Das Leben ballert hart. Ein verdammter Trip, sag ich euch. Liebe Suchtis, ihr seid nicht allein. Suchtloch! Yo, yo, meine lieben Booster, liebe Suchtis und alle, die es niemals werden wollen. Schön, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen hier im Suchtblog. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Jansen, ich bin Rapperin, ich bin Beatproduzentin und ich bin süchtig. Hier im Suchtblog nehme ich euch mit auf meinen Trip ins Leben, denn wenn man einen Großteil seines Lebens verballert verbracht hat, dann ist das neue, nüchterne Leben wie ein Trip. Manchmal wie ein Horrortrip. Es ist eigentlich wie ein tägliches Abenteuer, in dem man gefühlt dauernd stirbt oder sterben will. Und dann findet man plötzlich eine goldene Lagune. Krasses Gefühlschaos, Achterbahnfahrt. Also ein krasses Auf und Ab. Und ich weiß oft nicht, ist das jetzt Realität oder bilde ich mir das alles ein und verliere manchmal irgendwie den Faden. Kopfig pur. Trippy, trippy. Auf jeden Fall sehr anstrengend. Das ist Heavy Metal, Mann. Vor circa einem Jahr hatte ich meinen krassen Tiefpunkt. Ehrlich gesagt war es jetzt nicht der erste in meinem Leben, es war ungefähr der dritte. Und es war einfach von mir und meinem Leben nichts mehr übrig. Also es war wirklich nur noch ich und meine Sucht. Ich habe auch nicht mehr gearbeitet und habe kaum noch Leute gesehen, habe wirklich nur noch das Nötigste gemacht und habe mich halt entdeckt dabei, dass ich eben wieder tief in diesem Kreislauf stecke, mir ganz, ganz, ganz doll wünsche, aufzuhören, aber es eben nicht schaffe. Und was das Schlimmste für mich war, dass ich eben Musik nicht mehr machen konnte. Das war eigentlich meine größte Motivation, nicht mehr zu konsumieren. Ansonsten so durchs Leben laufen oder so Leuten begegnen, fand ich eigentlich so ein bisschen benebelt mindestens immer besser. Das war dann meine große Motivation, weil ich einfach gesehen habe, wie die Zeit vergeht, wie ich immer tiefer reinrutsche und immer weniger lebe. Meistens habe ich mich eigentlich nur versteckt, habe meine Ängste versteckt, habe meine Sucht versteckt. Also am Ende war ich wirklich nur noch ich und der Alkohol, ich und die Flasche, ich und der Tetrapack, das Tetrapack. Irgendwann war ich einfach nur noch ein Häufchen Elend, das ab und zu mal den richtigen Pegel hatte, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber das war auch immer nur so ein ganz kurzer Augenblick, so 1-2 Stunden und dann war wieder zu viel, dann war ich wieder zu müde, zu besoffen oder zu, keine Ahnung, fleckig im Gesicht oder was weiß ich, zu voller Scham, sodass ich dann oft einfach gar keinen gesehen habe. Und dann habe ich mich entschieden, entweder ich bringe mich um oder ich komme jetzt raus aus der Scheiße. Und wie gesagt, ich will jetzt alles tun, um davon freizukommen. Und dazu gehört ja auch, es sich einzugestehen, dass man süchtig ist. Dann habe ich es öffentlich gemacht und habe vor ziemlich genau einem Jahr mein erstes TikTok-Video hochgeladen. Mama soll es nicht wissen, damit sie sich keine Sorgen macht, aber ich bin süchtig. Ich bin abhängig. Ich bin suchtkrank, wie man so schön sagt, Alkoholikerin, nicht nur das, auch Rauschmittel, viele Arten. Es soll ja helfen, dass man sich das selber eingesteht und auch, dass man dazu steht. Und das mache ich jetzt hier gerade. Ich bin heute genau 3 Wochen sober, trocken, clean, frei von diesen Stoffen. Und ich möchte sehr gerne, dass es so bleibt, weil ich raus aus dieser Scheiße möchte. Ich möchte einfach ein gutes Leben haben. Ich möchte mich gut fühlen. Ich möchte nicht mehr diesen abgefuckten Kreislauf aus Scham und Schuld und sich abschießen, dann wieder klarkommen und eigentlich überhaupt nicht klarkommen. Ja. Und ich bin ein weiteres Mal in meinem Leben ziemlich weit unten gelandet. Ich bin broke. Ich bin einsam, ich bin kopfgefickt und ich habe einfach komplett die Kontrolle verloren. Dass ich suchtkrank bin, weiß ich eigentlich schon, seit ich 15 bin. Ich habe mit 14 angefangen zu kiffen,
dann mit ja, dann exzessiv mit 16 kamen dann irgendwie alle chemischen Sachen, die man sich so vorstellen kann, dazu. Und so ging das immer weiter und jetzt gehe ich rasant auf die 40 zu. Und wenn ich nicht jetzt langsam die Kurve kriege, dann habe ich einfach richtig Schiss, dass ich einfach in ein paar Jahren am Kotti sitze, richtig abgewrackt, mit mir selber rede und einfach am Arsch bin. Und das möchte ich nicht. Nein, ich möchte leben, ich möchte gut leben, ich will meinen Scheiß machen, ich will Mucke machen, ich will einfach, dass es mir gut geht. Und ja, das ist jetzt ein verzweifelter Versuch, einen weiteren Schritt irgendwie in die richtige Richtung zu machen. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach so weitergeht. Ich bin jetzt hier nicht, um ein Vorbild zu sein. Nein, ich bin hier, um einfach alle möglichen Strohhalme, die noch irgendwo rumhängen, zu schnappen. Ihr könnt euch anstecken lassen, ihr könnt euch abschrecken lassen, denn ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass ich unbedingt raus will. Ich habe verstanden, dass ich nicht mehr konsumieren kann, weil es sonst einfach nur immer straight back up geht, straight back up. Ich möchte einfach leben. Ja, Mama habe ich es mittlerweile erzählt. Natürlich war es jetzt nicht so die krasse Überraschung für sie, weil wir schon voll viele Drogenstories durch haben. Trotzdem hat es sehr gut getan, offen und ehrlich zu sein. Ich habe es nicht geschafft, nüchtern zu bleiben. Ich habe jetzt heute wieder 2 Monate und 15 Tage. Trotzdem, mein Leben hat sich richtig krass verändert. So wie ich jetzt hier sitze, geht es mir 1000-mal besser als vor einem Jahr. Es ist aber Arbeit jeden Tag, ein harter Kampf. Am Anfang ist es eine völlige Überforderung, aber es wird leichter. Stück für Stück, als wäre man so ein Baby, tastet man sich vor und merkt so, ah ja, okay, hier kann ich stehen, aber nur wenn ich mich da und da festhalte. Oder dann da, okay, nee, da gehe ich lieber noch nicht hin. Das ist viel zu viel. Ich muss sehr viel lernen. Lernen, lernen, lernen. Wie geht dies, wie geht das? Man macht voll viele Sachen das erste Mal. Oder es kommt einem zumindest so vor, als ob man die Dinge das erste Mal tut, weil man es das erste Mal so wahrnimmt und ganz anders einordnet. Die inneren Reaktionen, die Gefühle muss man dann auch wieder neu eintüten oder auch wieder anders kanalisieren, wenn man das überhaupt schon kann. Vom Ding her ist man erstmal ausgeliefert allem, was kommt. Zwischendurch will man halt immer wieder aufgeben, lieber konsumieren. Man denkt halt, es ist zu viel, ich schaffe das nicht. Ja, und das ist der große Kampf. Das ist die Arbeit. Suchtkrank zu sein heißt eine chronische Krankheit zu haben. Den Scheiß wird mir nie wieder los. Das ist eine Illusion, dass man irgendwann wieder kontrolliert konsumieren kann oder so trinken oder was weiß ich, ballern kann wie andere Menschen. Das existiert nicht. Also entweder man ist suchtkrank oder man ist es nicht. Und eine lebensgefährliche Krankheit. Also, ne, es gibt ja wahnsinnig viele Gründe, warum man aufgrund von Drogen sterben kann, unter anderem auch Suizid. Also den Scheiß wird man nicht mehr los. Das ist natürlich scheiße, aber man kann gut damit leben, wenn man sich gut darum kümmert, und zwar on a daily basis. Und das mache ich jetzt. Was alles so passiert ist und wie es heute hoffentlich nüchtern weitergeht, seht ihr in den nächsten Folgen vom Suchtblock. Ein verdammter Trip, sag ich euch. Das Leben ballert hart. Puh. Liebe Suchtis, ihr seid nicht allein. Boostermäßig, dass ihr am Start wart. Wie geht es euch mit eurem Konsum? Seid ihr schon süchtig oder arbeitet ihr noch fleißig dran? Konntet ihr euch vielleicht befreien aus der Sucht? Wie habt ihr es geschafft? Was macht ihr, um nüchtern zu bleiben? Lasst was von euch hören in den Kommentaren. Ihr wisst, wie es läuft. Gönnt ein Abo, gebt ein Like. Sonntag in 2 Wochen um 10 Uhr gibt es wieder eine neue Folge vom Suchtblog. Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder am Start seid, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber. Eure Jansen. Suchtblock. 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 Suchtblock.